Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos. 3000 Plätze, aber 20.000 Geflüchtete. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, wir sprechen hier nicht etwa von irgendwelchen Zahlen, sondern wir sprechen tatsächlich bei dieser Entschließung von Menschenleben. Wir sprechen von Menschen, die seit Anfang März keinen geregelten Zugang mehr zu Medikamenten haben und seit Ende März nicht einmal mehr geregelten Zugang zu fließendem Wasser. Die Bundesregierung hat beschlossen, 47 Kinder aus diesem Lager nach Deutschland zu holen und hier aufzunehmen. Und wenn wir uns da aber die Zahlen angucken, sind das 47 Kinder auf 81 Millionen Menschen, die hier in diesem Land bereits wohnen. Das Land Berlin hat sich ganz klar positioniert und gesagt, wir wollen helfen, wir haben die Kapazitäten dazu. Und wenn ich auf unseren Bezirk gucke, dann haben wir einfach eine sehr gute Infrastruktur, die dafür auch bereit ist. Wir haben Träger wie Moabit Hilft, wir haben Träger wie die Fabrik Osloer Straße oder JAR e.V., die diesen Menschen einen Weg in ein ganz normales Leben, ein Leben in Schutz und hoffentlich auch ohne Angst ermöglichen. Und darum bitte ich Sie, wenn Seehofer, unser Bundesinnenminister, hier sich ganz klar dagegen stellt, müssen wir dementsprechend noch lauter sein. Also lassen Sie uns gemeinsam hier ein ganz klares Statement setzen und sagen, wenn wir Menschen helfen können und wenn wir Menschen Schutz bieten können, dann nehmen wir das als Aufgabe in unserem Bezirk auch ernst und setzen uns dafür ein. Ich bitte Sie um Zustimmung. Vielen Dank.